Vereinsikone Stefan Kießling bleibt Bayer Leverkusen wie erwartet auch nach seinem Karriereende erhalten. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt gab, wird der 34-Jährige am 1. Oktober den neu geschaffenen Posten Referent Geschäftsführung Sport einnehmen. Der frühere Torjäger werde dabei Rudi Völler bei dessen Tätigkeiten als Geschäftsführer Sport unterstützen und darüber hinaus weitere Abteilungen im Club durchlaufen. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und auf die enge Zusammenarbeit mit Rudi Völler, sagte Kießling. Es ist extrem spannend, jetzt eine andere Seite des Fußballs kennenzulernen. Für Völler, 58, ist der seit langem beschlossene Einstieg des Leverkusener Idols ins Clubmanagement ein guter Tag für uns. Kaum jemand verkörpert die absolute Identifikation mit Bayern mehr als Stefan Kießling. Der Weltmeister von 1990 erklärte weiter, er wird sich voll in den Job reinhängen, genau wie er es als Spieler immer getan hat. Kießling hatte seine Karriere im vergangenen Sommer nach 12 Jahren im Trikot der Werkself beendet. Der 6-malige Nationalspieler erzielte für Leverkusen in 444 Pflichtspielen 162 Tore. Werbung, Werbung.